So, einen wunderschönen guten Morgen, oder zumindest bei mir ist es morgen. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Ja, vielleicht schaut ihr das auch gar nicht am Morgen an, das Video. Vielleicht sollte ich in die Beschreibungen immer reinschreiben. Also, dieses Video ist am Morgen gedreht, ja, oder aufgenommen. Also, bitte auch am Morgen angucken und nicht abends, weil dann passt die Stimmung nicht. So, wir gucken uns heute mal ein sehr interessantes Phänomen an. Das kennt vielleicht jeder, aber viele wissen halt gar nicht, wo das eigentlich herkommt. Es geht darum, dass man ab und zu mal bei einer Kamera Dreck auf dem Sensor hat. Ja? Also man geht raus zum Fotografieren, freut sich des Lebens und sagt, mein Gott, was für tolle Fotos habe ich heute wieder gemacht. Und dann fällt einem plötzlich auf, hey, was ist denn das? Wieso sind da so schwarze Flecken? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man denkt, man fotografiert ständig irgendwelche UFOs, was ja durchaus möglich ist. Ja? Oder es sind Fliegen. Aber wenn man auf mehreren Fotos immer die gleichen Flecken hat, dann ist es schlicht und ergreifend einfach Dreck auf dem Sensor. Man kann das eine Zeit lang aushalten, also so wie ich. Also man denkt sich dann, naja, mein Gott, ein paar so Flecken kann man ja zum Beispiel auch einfach wegstempeln, indem man also das Stempeltool bei Photoshop nimmt und dann einfach hier diese Flecken einfach wegstempelt. Ja? Das heißt also, man sieht es dann nicht mehr. Und dann passt es auch in, ui, das ist jetzt Dreck auf meinem Monitor. Kann ich nicht wegstempeln. Monitor muss ich auch sauber machen. Spielt ja keine Rolle. So, jetzt ist natürlich die Frage, ja, wenn ich da jetzt zum Beispiel ja, Dreck auf dem Sensor habe, wie bringe ich den weg? Das Schlimmste, was man machen kann, ist, man pustet in die Kamera. Ja, also jeder, der sein Objektiv da runterschraubt und reinpustet, naja, ist vielleicht keine so gute Idee. Es gibt spezielle Werkzeuge dafür. Die gibt es eigentlich in jedem Markt, keine Ahnung, gibt es beim Mediamarkt, beim Saturn, meistens in der Ecke, wo Hama-Zeug hängt. Ja? Also Hama ist so eine Firma, die machen halt sowas. Und das sind so kleine Puste-Dinger. Also es ist so ein Blasebalg, ein Mini-Blasebalg. Einfach mal fragen, wenn ihr sowas wissen wollt. Einfach da hingehen und einfach mal fragen. Und mit dem könnt ihr dann den Sensor reinigen. Da ist auch so ein kleiner Pinsel mit dabei. Man muss halt vorsichtig sein, weil der Sensor ist eigentlich die empfindlichste Einheit in einer Kamera. Und darum da ein bisschen aufpassen. Aber eins ist auf jeden Fall klar, je länger man diesen Dreck auf dem Sensor liegen lässt und je schlimmer das wird, also nicht nur die Fotos schauen ja dann irgendwie scheiße aus, sondern wenn sich der Dreck dann mal da so etabliert hat, ja, und auch wenn es zum Beispiel Dreck ist, der zum Beispiel auch noch mit Fett irgendwas ist, ja, also ist, an den Dreck, der drauf ist, hängt sich anderer Dreck ran, ja, also es wird immer schlimmer, ja, also da muss man aufpassen. So, jetzt zum Thema Wegstempeln. Ich habe ja hier eine Reihe von Fotos gemacht. Und man sieht halt immer wieder diese beiden Dinger da. Ja. Jetzt ist es noch nicht so schlimm. Es gibt aber natürlich auch Situationen, wo ich dann hunderte von diesen Punkten auf dem Sensor habe. Zum Beispiel, wenn ich einen Sturm fotografiere. Also da kann es schon mal sein, dass es mir in die Kamera, also wenn ich da ein bisschen mit dem Objektiv rumspiele, dann alles Mögliche reinweht. Aber wie gesagt, es funktioniert eigentlich recht einfach. Also sich den Punkt aussuchen, der einfach passt und dann das Ganze wegstempeln. Ja, also mit dem Stempeltool. Wer das noch nicht ausprobiert hat, das Stempeltool, ist eine sehr interessante Geschichte, braucht man immer wieder, eben genau um sowas zu tun. Ja? Also wegstempeln. Ja, das ist zum Beispiel auch Dreck, guck. Kann ich auch wegstempeln. Wunderbar. Ja? Und hier? Auch. Verdammt, mein Sensor ist ja richtig dreckig. Naja. Was soll's? Stempeln und vor allem Sensor sauber machen. Das ist das Video von heute. Jetzt habe ich eigentlich vorgehabt, dass ich so lange warte, bis ich 1000 Abonnenten habe, bis ich einmal wieder was Größeres mache. Ja? Aber irgendwie haut es nicht hin. Und jetzt mal eine Bitte an alle, die da draußen sind. Macht doch mir bitte mal diese 1000 Abonnenten voll. Ja? Abonniert mich, teilt die Videos, bitte. Ja? Dass die 1000 voll werden, weil dann habe ich ein Special vor. Und solange also die 1000 nicht voll sind, macht es halt einfach keinen Sinn. Ja? Und das wäre halt so mein Wunsch. 1000 Abonnenten, das ist ja schon mal irgendwas, da kann man dann schon mal drauf aufbauen. Also viel Spaß beim Ausprobieren mit dem Stempeltool. Viel Spaß bei der Sensorreinigung. Und naja, abonnieren, teilen, etc. Bitte. Danke. Ciao.